das denn? Was ist denn da? Marie ist 5 Jahre alt und hat eine Lebertransplantation hinter sich. Ihr Leben stand mehr als einmal auf der Kippe. Die Gefahr bleibt, ob ihr kleiner Körper auf Dauer mit dem fremden Organ leben kann. Normal weiteratmen. Nee, normal. Schon. Wenn Sie den schon haben, dann ist gut. 6 Operationen hat Marie schon überstanden. Regelmäßig muss sie im Universitätsklinikum Essen untersucht werden. Marie ist 3 Monate alt, als sie zum ersten Mal ins Krankenhaus muss. Mutter Tanja Hoffmann hat Zwillingsmädchen bekommen. Das andere Kind ist kerngesund. Doch bei der kleinen Marie tauchen plötzlich Probleme auf. Ihre Verdauung funktioniert nicht. Der Stuhl ist entfärbt. Sie hat eine lang anhaltende Gelbsucht. Es fingen die Koliken an. Sie hatte extreme Bauchschmerzen. Und ich hatte das Gefühl, ich darf diesen Bauch nicht berühren. Ja, morgens den Kinderarzt angerufen. Der sagt, dann komm mal vorbei. Man geht einfach hin und denkt, ach, man kriegt vielleicht ein paar Tropfen, Zäpfchen oder was auch immer. Ja, wo er sagte, setz dich ins Auto, ich rufe schon im Klinikum an. Dann war man schon mal am Schlucken, ne? Was passiert jetzt? Man weiß einfach nicht, was kommt jetzt auf einen zu. Also, dass es was Schlimmes ist, ahnte ich schon, so wie er reagiert hat. Aber wie schlimm? Nicht. Die Diagnose Gallengangatresie ist niederschmetternd. Die Gallenwege sind verschlossen. Die Galle kann nicht abfließen. Die Leber arbeitet kaum und schrumpft. Der Körper wird zunehmend vergiftet. In einer Notoperation haben die Ärzte vergeblich versucht, die Gallenflüssigkeit abzuleiten. Die Eltern Tanja und Daniel Hoffmann begreifen, sie haben ein todkrankes Kind. Pure Angst. Angst, Verzweiflung. Schafft die das? Wird die das schaffen? Maries Zwillingsschwester Mia zeigt keinerlei Anzeichen einer Krankheit. Bis heute wissen Mediziner nicht, ob die schwere Lebererkrankung bei Marie genetische Ursachen hat oder die Folge einer Virusinfektion im Mutterleib ist. Mia hat im Vergleich zu ihrer Schwester Marie offensichtlich einfach Glück gehabt. Die Operation kann Marie nicht heilen. Es wird nur Zeit gewonnen. Ihre einzige Chance? Eine neue Leber. Marie steht nun als höchst dringlicher Fall auf der Warteliste für Organspenden. Nur selten können die Eltern Marie aus der Klinik holen. Ein kleiner Spaziergang im Park am Uniklinikum. Weiter soll sich die Familie mit dem kranken Kind nicht entfernen. Jeden Augenblick könnte die Nachricht kommen, dass eine Spenderleber für Marie zur Verfügung steht. Wir warten darauf, jeden Tag einen Anruf zu bekommen, so pünktlich eigentlich einen Anruf zu bekommen. Wir sind dem Schicksal so ausgeliefert. Im Hundertwasserhaus, unmittelbar neben der Essener Uniklinik, hat Familie Hoffmann ein Zimmer bekommen. Ich bin natürlich mehr dann für die Mia erstmal hier. Ich fütter die, ich wasche die, ich wickel die. Weil das müsste auch alles gemacht werden. Die musste auch noch einen normalen, geregelten Tag reinkriegen. Und wir wollen jetzt auch nicht so in den ganzen Stresssituationen, die wir sowieso schon haben, noch mit hineinziehen. Durch Maries kranke Leber sammelt sich Wasser im Bauchraum. Der Bauch ist aufgebläht. Ihr Zustand verschlechtert sich zunehmend. Bei Mutter Tanja ist gerade eine große Hoffnung zerbrochen. Wir wurden darüber informiert, dass Eltern auch einen Teil ihrer Leber spenden können. Aber leider sind wir jetzt aus medizinischen Gründen ausgeschlossen worden.
Die Hürde für eine solche Operation ist auch für den Spender hoch. Gesunde Leber, starkes Herz. Beides war bei den Eltern nicht gegeben. So muss Marie auf eine fremde Leber warten. Für Kinderärztin Simone Kartemann ist es eine Herausforderung, die kleine Patientin stabil zu halten. Künstliche Ernährung und ein Dutzend Medikamente jeden Tag. Dennoch, die Leber stellt ihre Arbeit immer mehr ein. Dr. Kartemann kämpft gegen die Zeit. Solange keine unvorgesehenen Sachen kommen, ist es so, dass Marie wahrscheinlich auch noch einige Monate durchhalten würde, möglicherweise auch ein bisschen länger. Aber das Problem ist auch, dass die Kinder sehr anfällig sind. Sobald etwas kommt, wie zum Beispiel eine Infektion, kann die Situation innerhalb von wenigen Tagen dann auch schon so dramatisch kippen, dass natürlich dann die Voraussetzungen für eine Transplantation auch nicht mehr gegeben sind. Jetzt haben wir es drin, ne? Tanja Hoffmann und ihr Mann leben Tag und Nacht mit der Angst, ihr Kind zu verlieren. Aber man entwickelt sich auch weiter. Man lernt. Man schätzt viel mehr. Das 100-Wasserhaus ist eine Art Hotel für Eltern mit schwerkranken Kindern, die in der Uniklinik behandelt werden. Bezahlen müssen sie den Aufenthalt nicht. Das Haus wird durch Spenden finanziert. Ehrenamtliche Mitarbeiter umsorgen sie. So können die Eltern ganz für ihre Kinder da sein. Die zweite Tochter, die gibt einem Kraft. Man kann gerade geweint haben. Sie macht irgendwas, weiß ich nicht, eine Geste, lacht sich an und muss man mitlachen. Das baut einen wieder auf. An guten Tagen, wenn die Ärzte ihr okay geben, holen sie auch die kranke Marie aus der Klinik ins 100-Wasserhaus. Es dreht sich ja in allererster Linie, dass wir die stabil kriegen, dass wir die hier gut, wie soll ich das sagen, dass wir die einfach mit in die Familie integrieren, dass die nicht das Gefühl hat, dass sie alleine ist oder so, sondern dass wir immer für sie da sind. Seit 3 Monaten wohnen die Hoffmanns nun hier. Ihr Zuhause in Krefeld ist verwaist. Tanja ist Sekretärin in einem großen Handelsunternehmen. Ihr Arbeitgeber hat sie seit Monaten beurlaubt, mit Bezahlung. Daniel ist vor einiger Zeit arbeitslos geworden. Das erlaubt ihm nun, in dieser schwierigen Situation rund um die Uhr bei seiner Familie zu sein. Bis das rettende Organ für Marie kommt, kann es lange dauern. Zu diesem Zeitpunkt stehen allein in Deutschland 49 Säuglinge wie Marie auf der Warteliste für eine neue Leber. Ich bin einfach müde. Der Akku ist leer. Aber irgendwo sind kleine Reserven. Muss laufen. Muss fürs Kind. Die Marie Hoffmann. Medizinisch wird für Marie alles getan. Aber niemand kann eine Organspende vorantreiben. Und ihr Zustand wird kritischer. Ich bin einfach nur machtlos. Ich bin traurig, machtlos. Ich habe Riesenangst, ob wir rechtzeitig eine Leber bekommen. Schaffen wir das? Ich selber kann gar nichts machen. Einfach nur warten, warten und hoffen, dass wir noch rechtzeitig eine bekommen. Die Ärzte haben empfohlen, die Zwillinge so oft wie möglich zusammenzulegen. Die Nähe ihrer Schwester scheint Marie gut zu tun. Vier Monate wartet die Familie nun schon auf eine Leber. Uns ist bewusst, dass ein anderer Mensch stirbt. Wir wissen auch, es kann auch ein anderes Kind sein. Wenn ich mir vorstelle, auf einmal stirbt ein Kind. Und dann auch diese Entscheidung noch zu treffen, ich gebe es zur Organspende frei. Das ist ein Geschenk, damit Marie eine Chance hat, weiterzuleben. Nach 5 Monaten warten. Der Moment, der alles ändern kann. Für Marie ist endlich eine Spenderleber gefunden. Jetzt muss alles ganz schnell gehen.
Der Chirurg muss das angelieferte Organ noch untersuchen. Hat die Spenderleber den Transport gut überstanden? Das Organ stammt von einem Erwachsenen. Damit es passt, würde bei Marie nur ein Teil transplantiert. Das Gewebe muss grundsätzlich in Ordnung sein. Dann die erschütternde Nachricht. Zu viel Gewebe ist abgestorben. Die Leber ist unbrauchbar. Die geplante Transplantation wird gestoppt. Wir sind erstmal wieder komplett auf Null. Jetzt müssen wir wieder einfach nur warten, warten, warten. Dann kommt wieder das Angebot, dann kommt wieder die Panik hoch, die Angst, die Freude. Im Moment bin ich wieder nur leer. Absolut leer. Meine Frau geht es genauso. Weil man ja nie weiß, was kommt. Bleibt sie so? Man weiß es nicht. Am Ende dieser Nacht steht Marie weiterhin auf der Warteliste für eine Organspende. Heute zwei glückliche Kinder zu haben, grenzt für die Hoffmanns an ein Wunder. Marie lebt mit vielen Risiken. Ihre Zwillingsschwester Mia ist weiterhin gesund. Ja, ein Auf und Ab. Aber einfach kann ja jeder, ne? Ja, das war unser Motto, einfach kann ja jeder. Ja, auch der Zusammenhalt, finde ich, ist auch dadurch intensiver geworden. Wir sind als Familie komplett näher zusammengerückt. Marie muss Medizin, aber ich gar nicht. Aber du hast noch Halsschmerzen. Ja, nee, ich kann probieren. Medizeit. Bist du da auch? Mama, muss ich das nehmen? Alle. Alle. Warte, Marie, warte. So. Ein bisschen drin, ne? Dann komm. Fünf Pillen jeden Tag, morgens und abends. Cholesterinspiegel, Blutdruck, Herz. All das muss mit Medikamenten gesteuert werden. Um eine Abstoßung des Spenderorgans zu vermeiden, muss Marie noch drei weitere Medikamente schlucken, die ihr Immunsystem unterdrücken. Super. Brennt. Dankeschön. Jede Erkältung kann gefährlich werden, weil die Körperabwehr dann sofort auch gegen das fremde Organ in Maries Körper kämpfen könnte. Nein, ich muss meine Tasche hier nicht mitmachen. Jetzt! Warte, 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 warte. Man hat mir immer gesagt, Mia darf fiebern, Marie darf nicht fiebern. Ja. Und wenn dann halt so ein 40-Fieber nicht runtergeht, dann hat man schon mal ein bisschen Bauchweh. Ein Narbenkopf. Wir mussten Ostern noch mal ins Krankenhaus. Zum Glück durften wir hier in Krefeld bleiben, weil sie einen Infekt hatte, aber man nicht hundertprozentig wusste, wieso, weshalb, warum. Aber sehr starkes Fieber und das ging auch nicht runter. Für sie war es da sehr schwer, dass wir getrennt waren. Also Mia war dann mit Papa zu Hause, dann hat der Daniel gesagt, komm, dann bleib ich im Krankenhaus. Ja, dann war ich aber zu Hause, dann war sie am Weinen. Am liebsten hätte sie uns alle wieder um sich gehabt. Mia hat dann genauso geweint. Ich will zu meiner Mama, ich will mit der Mama kuscheln. Und mein Herz blutete einfach nur noch. Und andersrum war ich dann das Wochenende mit Mia zu Hause. Da war Marie wieder am Weinen. Oh. Ein eingespieltes Zwillingsteam. Marie orientiert sich seit jeher an ihrer Schwester Mia. Sie ist ihr Vorbild. Und Mia wiederum nimmt viel Rücksicht auf Marie. Tanja Hoffmann hat um einen Beratungstermin im Uniklinikum Essen gebeten. Sie macht sich Sorgen um die richtige Impfstrategie für Marie. Simone Kartemann behandelt das Mädchen jetzt schon seit rund 5 Jahren. Guck nochmal am Hals, da vergrößerte Lymphknoten sind. Nee, das ist aber alles gut.
Ich habe noch mal eine Frage wegen der Impfung Hepatitis B, ob wir die auffrischen. Ich kann ja gerade mal nachgucken, wie das letzte Mal war. Da hatte sie keinen Titter das letzte Mal. Marie konnte wegen ihrer Erkrankung in ihren ersten beiden Lebensjahren nicht ausreichend geimpft werden. Jetzt müsste ich allerdings mal gucken, wie das im Verlauf war. Man muss sagen, dass Hepatitis B ist auch eine Impfung, wo nicht alle ansprechen. Mhm. Auf jeden Fall nachimpfen. Okay. Hier im Uniklinikum Essen hat Marie viele Monate um ihr Leben gekämpft. Komm mal her. Wochen davon auf der Kinderintensivstation. Leiser sein. Okay. Das ist die Intensivstation. Da wurdest du behandelt nach der Operation. Zeig mal einen drin. Nee, da darf man nicht einfach so reingehen, weil die Kinder brauchen da alle ganz viel Ruhe. Sind da Babys drin? Vielleicht auch Babys. Oh. Hm. Du warst ja auch noch ein Baby. Damit war vor 5 Jahren nicht zu rechnen. Nur 2 Wochen nach dem ersten Transplantationsversuch steht wieder eine Leber für Marie zur Verfügung. Diesmal stammt das Organ von einem Baby. Dieses Gefühlschaos, du gibst dein Kind gleich ab an eine fremde Person. Du kriegst ja nichts mit, weil das kann ja ihr letzter Augenblick gewesen sein. 5 Stunden lang wird Marie operiert. Am frühen Morgen nach der Transplantation wollen die Hoffmanns Marie spüren lassen, dass sie bei ihr sind. Das ist sehr schwer. Wir haben auch noch Angst, ob die das schafft. Die OP war jetzt auch nicht gerade. Oh Gott, so verlaufen, dass man sagen kann, ist alles super, alles in Ordnung. Es gab aber Komplikationen, dann war die OP, hat noch ein bisschen länger gedauert als geplant. Dann hat die viel Blutungen gehabt, was sie auch erstmal alles wieder stoppen mussten. Ja, dann kam die um 4 Uhr heute Morgen hier auf der Intensivstation. Und dann war die auch hier noch überall so richtig am Bluten. Die Ärzte haben gesagt, wir müssen da bestimmt 2-3 Tage müssen wir warten und bangen, ob das jetzt mit der Leber wirklich funktioniert hat. Die Leber sprang irgendwie nicht an, also funktionierte nicht. Und dann hat sie mit allen Folgeproblemen zu tun gehabt. Der ganze Mensch, der ganze Körper war sofort schwerst krank. Sie war in der Nacht dann schon in Lebensgefahr. Man musste ihr immer mehr Flüssigkeit geben, um den Blutdruck zu halten. Das hat Probleme gemacht in der Lunge. Die wurde überwässert. Dadurch wurde die Beatmung immer schwieriger. Es war wirklich grauenhaft. Das ist alles so ein Zwiespalt. Wir wissen das, dass es halt nur diese eine Chance gibt. Dass das ihre Chance ist mit der Leber, mit der Transplantation. Und dass wir dafür kämpfen möchten, sie zu behalten. Aber auf der anderen Seite, wenn man sie dann so sieht, hat man ein Schuldgefühl, weil wir es ja für sie entschieden haben. So der Gedanke, wäre es dann eingeschlafen, ob es dann besser gewesen wäre, oder? Schwer zu erklären. Plötzlich gibt es Wassereinlagerungen. Der Druck im Bauchraum wird gefährlich. Marie muss ein weiteres Mal operiert werden. Tanja weicht nicht mehr vom Bett ihrer Tochter. Marie kämpft um ihr Leben.
4 Wochen lang. Morgen, Frau Hoffmann. Woran selbst die Ärzte nicht mehr geglaubt haben, Marie schafft es. Und was macht die Marie? Eigentlich vom Zustand so gut. Wollen Sie die Marie einmal frei machen? Dann können wir gucken, wie es ihr geht. Die Narbe sieht ja sehr schön aus hier. Schöne Narbe. Eigentlich sollte Marie heute entlassen werden. Doch zur Abschlussuntersuchung tragen die Ärzte Schutzkleidung. Marie hat sich einen Virus eingefangen. Das ist noch ganz schön, ne? 2 Tage später gibt die Kinderärztin Entwarnung. Marie kann entlassen werden. Endlich kann die ganze Familie gemeinsam nach Hause fahren. Fast ein halbes Jahr lang haben die Hoffmanns ununterbrochen neben der Klinik gewohnt und um Maries Leben gezittert. Das Gefühl ist einfach unbeschreiblich. Die Freude, die überwiegt über alles. Wir sind so glücklich, wie die beiden auch am Strahlen sind. Das kann man einfach. Momentan ist das auch irgendwie noch wie so ein Traum. Wir sind erstmal wieder zu Hause. Ich kann das noch gar nicht so richtig realisieren. Die Autofahrt hierhin war schon ein bisschen merkwürdig. Ja, weil es jetzt endgültig nach Hause ging. Wir sind ja sonst immer nur kurz hier hingefahren, um Post nachzugucken oder um irgendwas zu erledigen. Und dann mussten wir jetzt wieder sofort zurück nach Essen. Und jetzt auf einmal ist nicht mehr. Jetzt fahren wir nicht mehr zurück. In den ersten Tagen zu Hause beschäftigt die Hoffmanns immer wieder der Gedanke an die unbekannte Spenderfamilie. Wir sind so froh und so dankbar, dass es geklappt hat mit der Leber. Durch den Spender hat derjenige jetzt unser kleines Mädchen gerettet. Leider lernt man die Eltern des Spenderkindes ja nicht kennen. Aber wir sind hingegangen und haben ein Foto von Marie weitergeben lassen. Und dann halt in ganz vielen Sprachen Danke dazu, dass sie halt wissen, dass was sie gemacht haben, dass es angekommen ist. Und das ist auch ein Senator. Bei aller Erleichterung, jetzt plötzlich ohne Hilfe zu Hause mit ihren Zwillingen zu sein, bedeutet auch Stress. Die Eltern brauchen Zeit, um sich von der dauernden Anspannung im Klinikum zu erholen. Und Marie schläft schlecht in der neuen Umgebung. Ihr Zuhause ist fremd für sie. Abends, die kriegen mal kaum zur Ruhe. Sobald wir das Zimmer verlassen, dann ist Marie am Durchdrehen. Die schreit, die heult, weil die irgendwie panische Angst hat. Die möchte nicht alleine sein. Bald geht es Marie schon viel besser. Sie nimmt zu, wird fröhlicher und beweglicher. Doch das Leben mit einem Kind, das eine Transplantation überstanden hat, bleibt schwierig. Die erste unerwünschte Überraschung erleben Hoffmanns schon nach ein paar Wochen. Ein provisorischer Kaffeetisch zum ersten Geburtstag der Zwillinge. Die Familie ist schon wieder in der Uniklinik Essen. Sie muss im Krankenzimmer feiern. Mach mal auf. Im ersten Jahr nach der Lebertransplantation muss Marie wöchentlich zum Gesundheitscheck. Und diesmal stimmte etwas nicht. Ja, haben wir uns auf jeden Fall anders vorgestellt. Zu Hause nett bei zusammen sein und lecker Tässchen Kaffee und Kuchen dazu. Ja, wir haben am Donnerstag einen Anruf nochmal bekommen, dass die Werte von Marie, die Leberwerte nicht so gut waren und schnellstmöglich noch mal wegen einer Biopsie ins Krankenhaus muss. Die Biopsie ist schon überstanden. Das Laborergebnis der Gewebeprobe liegt am Abend vor. Eine erfreuliche Nachricht. Keine Gefahr. Marie kann wieder nach Hause. Doch weiterhin wird sie jede Woche komplett durchgecheckt. Vier Jahre später. Ihren 5. Geburtstag feiern Marie und Mia in einer Malwerkstatt. Es ist viel passiert bei den Hoffmanns. Mutter Tanja kann nun wieder regelmäßig ins Büro gehen. Und Vater Daniel hat nach langer Arbeitslosigkeit einen Job gefunden. Marie wird weiterhin medizinisch überwacht, muss aber nur noch vierteljährlich zum medizinischen Check-up. Also ich habe gelernt,
gewisse Diagnosen, die mir erklärt hat von den Ärzten. Und die Reaktion von den Ärzten, wenn die entspannt waren, okay, muss ich auch entspannt bleiben. Also es war ein Lernprozess. Die gesunde Mia denkt für ihre Schwester mit. Wenn die morgens die Medizin nehmen muss oder abends und die Marie, die sträubt so ein bisschen oder sagt, ja, später. Und dann fängt die an, nein, du musst die Medizin nehmen, du weißt ja, sonst kannst du sterben und sowas. Da guckt die dann schon drauf, die Mia, weil die eine Angst hat. Kurz nach der Geburtstagsfeier. Wieder einer der regelmäßigen Kliniktermine. Marie weiß, was auf sie zukommt. Leicht fällt ihr der Gang nicht. Furz, ich weiß. Nach der Blutabnahme kannst du sofort was trinken, ne? Mussten ja nüchtern sein. 10 Röhrchen Blut müssen Marie entnommen werden. Den Ärzten darf keine Auffälligkeit im Blut entgehen. Jede kleine Abweichung bei den Werten könnte auf eine Abstoßung des fremden Organs hindeuten. Ich würde aber die abtropfen lassen, weil die Venen bei ihr sehr dünn. Ja, dann müssen wir. Alles gut, Maus. Alles gut. Passiert doch nichts. Hast doch Zaubercreme drauf, ne? Alle helfen jetzt mit, damit du schnell fertig bist. Ja? Das kostbare Blut. Genau, das war richtig. So, 3, 2, 1 und wir sind drin. Das Schlimmste ist immer für sie, wenn sie es nicht sehen kann. Achso, sie will mal zugucken. Mhm. Aber jetzt geht's, oder? Guck mal, jetzt läuft's auch langsam ein bisschen besser. Sie macht das teilweise sogar alleine. Dann geht's über Frau Ballhoff. Mama, heute gehe ich alleine und dann wird das Blut abgenommen. Hatten wir auch schon. Und dann gab's aber auch Tage, haben wir das Krankenhaus zusammengeschrieben. Nur das erste Jahr nach einer Transplantation gilt als Hochrisikozeit. Aber die Gefahr bleibt ein Leben lang. Ohne die täglichen Medikamente würde der Körper das fremde Organ sofort attackieren. Es ist so, dass Patienten, die ein Jahr erfolgreich transplantiert sind, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch die nächsten 5 oder 10 Jahre auch mit der transplantierten Leber leben können. Bei Marie ist es jetzt ja auch schon ein paar Jahre her. Nichtsdestotrotz kann in der transplantierten Leber dann auch noch ein fibrotischer Umbau der Leber dazu führen, dass man eine neue Transplantation benötigt. Siehst du da vorne das Haus? Da waren wir ganz lange. Zum ersten Mal seit der Organtransplantation vor 4 Jahren spazieren die Hoffmanns wieder durch den Park, der neben der Klinik und dem Hundertwasserhaus liegt. Das ist eine harte, schwere Zeit für uns war, für unsere Familie, eine Prüfung. Die Angst, dass es nochmal passieren könnte, die habe ich schon, nur ich verdränge das halt. Marie geht es momentan richtig gut, das läuft alles, die Werte, die stimmen. Dann versuche ich das erstmal alles wegzudrängen und lebe erstmal dann so mit ihr in den Tag hinein. Aber die Angst, klar, irgendwann könnte das immer wieder passieren. Ich glaube, dass jeder Körper anders ist. Ich habe damals mal im Krankenhaus gefragt, was wir für eine Chance haben, weil man hat ja Eltern mitbekommen, die nach einem Jahr wieder da waren und retransplantiert werden mussten, die Kinder. So die Prognose war gut. Also da hoffe ich drauf, dass Marie so ein Glück hat, nie wieder diese OP haben zu müssen. Die erste Lebertransplantation bei einem Kind gelang vor rund 50 Jahren. Noch weiß die medizinische Forschung nicht, wie lange eine Spenderleber im besten Fall funktionieren kann. Mia, wo ist eigentlich die Marie? In der Mäusegruppe. Seit sie 2 Jahre alt sind, besuchen die Zwillinge Mia und Marie diese Kindertagesstätte in Krefeld. Die Hoffmanns sind froh, 2 Plätze in der integrativen Kita bekommen zu haben. Hier gibt es mehrere Kinder mit Beeinträchtigungen, auf deren besondere Bedürfnisse eingegangen wird. Lange Zeit brauchte Marie spezielle Aufbaunahrung, einen Brei aus Sahne, Öl und Haferflocken. Mia trank das Gemisch auch, aus Solidarität mit ihrer kranken Schwester.
Anfang, als sie zu uns kamen, waren sie eigentlich fast wie siamesische Zwillinge. Also sie waren nicht voneinander zu trennen, wobei Mia ganz klar die Aufgabe hatte, sie war die Beschützerin. Sie musste auf ihre Schwester aufpassen. Sie hat da unheimlich viel Verantwortung übernommen. Die hießen auch nicht Mia und Marie, sondern die hießen Mia Marie. Wenn man eine rief, kamen generell beide. Und irgendwann haben wir gesagt, so jetzt ist auch der Zeitpunkt gekommen, dass halt auch die Mia wirklich mal lernen muss, Verantwortung abzugeben und lernen muss, ich habe auch für mich ein Leben. Ich muss für mich Freunde finden und ich muss auch mal für mich sorgen und nicht nur für meine Schwester. Jedes der rund 100 Kinder hier kennt Maries Geschichte. Krankenhaus, Operationen, das hört sich geheimnisvoll an. Weil Marie auch gesagt hat, legt euch nicht auf meinen Bauch, weil die Leber da noch ist. Warum wolltest du das nicht machen? Weil so geht die manchmal kaputt oder die funktioniert nicht mehr. Sie war kaputt und der Hubschrauber oder der Hubschrauber hat die Leber geholt. Da war die Leber drin. Tat das weh, Marie? Ich war in Narkose. Tanja Hoffmann hat ihre Arbeit so organisiert, dass sie sich morgens und nachmittags um die Kinder kümmert. So, dann ab ins Auto. Daniel ist auf Baustellen eingespannt. Er hat nach langer Arbeitslosigkeit nun eine unbefristete Anstellung als Maurer gefunden. Ich fange um kurz vor 7 an, 6.45 Uhr bis 16.15 Uhr. Und da bleibt natürlich dann nicht mehr so viel Zeit mit den Kindern. Was mich natürlich auch wieder traurig macht, weil die ganze Zeit habe ich immer alles mitbekommen, habe mit den Kindern alles gemacht. Ja, jetzt ist die Zeit leider vorbei. Jetzt macht meine Frau wieder alles mit den Kindern. Da geht natürlich eine Menge Zeit verloren. Die starke Bindung, die wir hatten, die lässt ein bisschen nach. Wenn irgendwas ist, dann nur noch Mama, Mama, Mama. Vorher war nur Papa, Papa, Papa. Jetzt nur noch Mama. Aber ich bin trotzdem froh. Ich will meinen Kindern ja auch ein Vorbild sein. Dass man trotzdem noch was erreichen kann. Dass man noch was machen kann. Man muss immer weiterkämpfen, immer wieder aufstehen. Das möchte ich meinen Kindern auch weitergeben. Nur am Wochenende kann die ganze Familie zusammen sein. An die neue Rollenaufteilung müssen sich Tanja und Daniel noch gewöhnen. Er war immer für Mia da, auch für Marie da. Es war für ihn dann nicht so, oh, das packe ich nicht an, das Baby, sondern es war einfach da, ob es die Magensonde war, ob das Wickeln war, das Eincremen, die Medi. Auch wohl in der Zeit, wo der hier war, er hat es ja alles alleine auch gemacht. Also da war ich ja arbeiten, er war ja zu Hause. Und da war er. Ne, da ist er ja überall hingefahren und hatte den Stress, den ich jetzt habe gerade. Ne? Und da war ich manchmal traurig. Ich denke so, oh, jetzt habe ich das gar nicht mitgekriegt, wie sie dann vielleicht das erste Kuschelköpfchen gemacht hat oder was auch immer. Und jetzt ist es genau andersrum. Was macht ihr im Kindergarten immer? Machen wir es jetzt? Ja, warte. Dann komm. Wieder mit guten Appetit. Guten Appetit. Dann lasst euch schmecken, ne? Habt ihr dem Papa das denn mit dem Trommeln schon erzählt und dem Rhythmus? Mm-mm. Was habt ihr denn gemacht? Was hab ich? Zeig dem Papa das mal. Ein fröhlicher Nachmittag. Keine Selbstverständlichkeit. Die schwere Erkrankung ihres Kindes, die ständige Erfahrung von Angst und Hilflosigkeit, war für das Ehepaar eine Belastung. Also wir hatten auch Tiefs. Im Krankenhaus hat man uns schon gesagt, also entweder bleibt er jetzt zusammen
oder ihr trennt euch. Es ist auch, dass andere Paare sich wohl in schweren Situationen getrennt haben. Klar, wir hatten hier auch unser Tief, weil der Alltag mehr aufgefressen hat, wie wir unsere Beziehung hatten. Das hat auch mal geknallt. Aber wir haben uns dafür entschieden, wir raufen uns zusammen und ja, wir stehen das gemeinsam durch. Durch ein besonderes Angebot in ihrer Kita haben die Zwillinge Ponyreiten kennengelernt. Dann komm doch mal auf meine Seite. Die beiden haben sich ja die ganze Zeit immer gewünscht, dass sie was als Familie zusammen machen. Nur durch meine Arbeit, meine Frau arbeitet, und dann bleibt natürlich auch keine Zeit, irgendwas zu unternehmen. Und jetzt haben wir zufällig jetzt alle Urlaub. Klar, dann erfüllen wir direkt den Wunsch für die beiden. Die Zwillinge werden bald 6. Gesundheitsamt Krefeld. Einschulungsuntersuchung. Kinder, die als Säuglinge organtransplantiert wurden, haben oft einen Rückstand in ihrer Entwicklung. Kann Marie gemeinsam mit ihrer Schwester eingeschult werden? Mia ist zuerst dran. Durch und dann sagst du mir, wo die Beinchen hin zeigen. Okay? Wo zeigen die Beinchen hin? Siehst du die? Super. Und jetzt? Alles bestens bei Mia. Sie ist fit für die Schule. Ist euch das denn ganz besonders wichtig, dass die zusammen in die Schule kommen? Ja, auf jeden Fall auf derselben Schule, damit die sich dann gegenseitig unterstützen können, falls irgendwas sein sollte. Jetzt ist unbedingt in einer Klasse, muss nicht unbedingt sein. Ist zwar am Anfang schön, aber müssen wir dann warten, wie es sich entwickelt. Gab es denn irgendwann mal die Überlegung, dass Marie möglicherweise noch etwas Zeit braucht, oder stand das nie zur Debatte? Ja, doch, es gab schon mal Zeiten, dass wir gedacht haben, so, vielleicht müssen wir bei Marie noch mal ein Jahr warten oder so. Aber wir sind guter Hoffnung und ja, hoffen natürlich auch jetzt auf ein gutes Ergebnis. Das hängt ja jetzt heute alles daran ab, wie der Arzt entscheidet, ob er sagt, sie hat sich gut entwickelt, man kann das versuchen, oder ob wir noch mal ein Jahr warten müssen. Jetzt ist Marie dran. Einmal hinstellen, einmal so den Kopf hier vor, damit ich es von der Größe. Wo zeigen die Beinchen hin? Siehst du das? Nach oben. Schau noch mal genau hin, wo die Beinchen hin zeigen. Richtig den Kopf davor, genau. Nach unten. Nee, nicht raten. Guck mich mal bitte an. Mal genau zu sein. Weil wenn so ein Auge verdeckt ist mit deiner Wallenlinie, dann sieht man das nicht. Und jetzt? Hoch. Zeig mal mit der Hand, wo die hin zeigen. Nee, so, schau. Da. So, wo zeigt's? Nach unten. Sie ist da von wegen zu klein, machst das super. Jetzt? Nach oben. Ja, siehst du, du hast Angst. Die kleinen Probleme beim Sehtest kann Marie bei der nächsten Übung sofort wieder wettmachen. Ja, super. Toll, das war sehr gut. Okay, dann zieh mal deine Schuhe wieder an. Es ist eine gute Entwicklung für die Schwere der Erkrankung, die sie hinter sich hat, und die Schwere der Operation, weil die Kinder dadurch doch häufig eine gewisse Verzögerung in der Entwicklung haben. Und das ist jetzt bei ihr eigentlich nicht festzustellen. Es ist ja auch eine ganz besondere Situation, in der so ein Kind aufwächst. Sie hat einen ganz anderen Stand als ihre Schwester. Nur im Ergebnis ist es sehr zufriedenstellend. Ne? Denn normalerweise, ja, so vor vielen Jahren, die Kinder, die sind ja mit solchen Erkrankungen ja nicht überlebt. Ne? Ja, ich weiß. Der Arzt entscheidet, auch Marie ist reif für die Schule. Aber sie bekommt weiterhin Unterstützung, um sich altersgerecht zu entwickeln. Zum Beispiel Ergotherapie, 2-mal in der Woche. Zwillingsschwester Mia kommt mit, braucht aber keine Übungen. Stopp, konzentrieren und auf den grünen Stein springen. Nee, drauf springen, nicht drauf. Ja, dort das geht. Nee, Marie,
hier drauf springen. Hörst du mir mal zu? Konzentrier dich. Und dann mit beiden Füßen drauf springen und landen, weil du mir auch gar nicht zuhörst. Die kannst du alle stehen lassen. So, dann kommst du jetzt mal hier hin. Doch, das kannst du. Konzentrier dich. Nee, nicht drüber springen, drauf springen. Komm. Ach, siehst du, geht doch. Genau. Marie ist wibbelig, hat motorische Unruhe. Ja, und das versuchen wir hier in unterschiedlichen Therapiesequenzen zu behandeln. Also aufgrund dessen, dass sie lebertransplantiert ist, hatte sie halt lange Liegezeiten, konnte sich nicht so bewegen, wie es Säuglinge in der Regel machen. Von daher kann es schon sein, ja, dass daraus resultiert, dass sie etwas hibbeliger, unruhiger ist und sich auch nicht so wahrnimmt, wie andere Kinder in ihrem Alter es tun. Nee, wir machen eine Zahl gemeinsam. Also, und dann fängst du aber, stopp, stopp, stopp. So, spezielle Vorbereitung für die Schule. Feinmotorik, Konzentration über einen längeren Zeitraum. Beides fällt Marie nicht so leicht. Erst fängst du hier oben an. Nach unten, zur Seite, anheben, genau. Endlich ist der große Tag da. Marie hat es geschafft. Sie kommt mit Zwillingsschwester Mia gemeinsam in die Schule. Sogar in dieselbe Klasse. Auch für die Eltern ein Meilenstein. Ich bin total aufgeregt. So wie die beiden heute Morgen schon da mit dem Turnister da standen. Ja, lass jetzt gehen, lass jetzt gehen. So war es bei mir auch. Ich bin auch total aufgeregt. Freue mich für die beiden, dass es jetzt endlich losgeht. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass sie die Schule gut durchmachen, dass sie Freunde finden, dass sie Spaß am Lernen haben. Ja. Und halt, dass Marie keine langen Ausfälle hat, also dass sie immer am Anschluss bleibt.